Nintendo hat uns eingeladen, und zwar in das schöne Hamburg. Also wurde es Zeit für unsere erste Nincon-Klassenfahrt. Und dann haben wir uns voll schlau gedacht, lasst uns einen Tag vorher hin. Gesagt, getan. Airbnb bei Sebastian gebucht, Grüße an dieser Stelle übrigens, und Fahrten gebucht bzw. geplant. Und natürlich Urlaub genommen. Dies sind nun also die Abenteuer von Kevin, Daniela und dem Neuzugang. Pascal, der kam mit Ronja erst spät abends an. Nach etwa 3 Stunden Bahnfahrt und einem Mittagessen machten wir uns dann auf ins Miniatur Wunderland, wo wir verschiedene Länder bereist haben. Daniela und ich haben Kevin bei Mitteldeutschland irgendwo verloren, aber bei Skandinavien haben wir ihn glücklicherweise wiedergefunden. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir ihn alleine da gelassen hätten. Aber mal ernsthaft, wer noch nicht im Miniatur Wunderland war und demnächst nach Hamburg fahren wird, sollte sich einen Besuch überlegen. Am besten jedoch online vorher die Karten reservieren, dann geht der Einlass schön flott. Leider haben wir Dussel vergessen, mehr von der Reise aufzunehmen und beim Essen uns filmen. Das machen nur trendige YouTuber und wir schon mal gar nicht. Also hoffe ich dennoch, dass ihr viel Spaß mit unserer Bilder- und Clipstrecke des Miniatur Wunderlandes habt. Abends haben Pascal und ich dann das erste Mal etwas zusammen aufgenommen und dann sind wir schlafen gegangen. Aber dann am nächsten Morgen war unser Termin bei Nintendo. Und wenn ihr es noch nicht im Videotitel gesehen habt, es ging um Nintendo Labo. Ach ja, und wenn ihr es noch nicht wusstet, Kevin ist kein Morgenmensch. Nintendo hat uns erlaubt, Hand auf Pappe zu legen und uns das Konzept sowie das Material im Rahmen eines Workshops vorgeführt. Um den Elefanten aus dem Weg zu schaffen, sage ich erstmal etwas zum Material. Die Pappe, die Labo verwendet, ist sehr stabil und Formen sind aus der Platte gut herauszutrennen. Es scheint sich auch um recyceltes Material zu handeln, was die braunere Färbung erklärt, aber das tut der Sache keinen Abbruch, denn gerade raueres Material lässt sich in der Regel gut verzieren, wie ihr hier seht. Nintendo Labo besteht aus 3 Grundkonzepten. Bauen, Spielen und Entdecken. Zuerst steht das Bauen, wo die Switch als Bauanleitung in 3D zeigt, wie und wo die Pappe gefaltet werden muss, und im Workshop bekamen wir auch schnell unseren ersten sogenannten Toy-Con, die RC-Autos, zu basteln. Diese sind sehr simpel und schnell gebaut, aber was diese Wagen dank der Joy-Con-Technik konnten, war schon etwas für sich. Abgesehen vom Standardmodus, wo man über Tastendruck die verschiedenen Joy-Con zur Vibration bringen konnte, um das Auto dann zum Fahren zu bringen, gibt es auch den fortgeschrittenen Modus. In diesem lassen sich die Vibrationen der einzelnen Joy-Con einstellen, es gibt einen Kampfmodus, eine Infrarotkamera und sogar einen Multiplayer, wo 2 Spieler mit 2 Wagen und entsprechend 4 Joy-Con gegeneinander kämpfen können, bis ein Wagen umfällt. Während Kevin und ich waren, haben Daniela, Pascal, Ronja und Tim ihre Wagen verziert und andere haben ihre Wagen auf einer Rennstrecke ausprobiert oder sich im Kampf gemessen. Im nächsten Raum wurde uns das Spielen gezeigt und Fremd Schämen war nicht, also haben Kevin, Pascal, Ronja und ich uns mal am Roboter versucht und ich konnte im Menü einen Kalorienmodus sehen, also spare ich mir mal das Fitnessstudio-Abo, denn selbst beim normalen Spielen verausgabt man sich schon etwas. Das Robo-Set ist übrigens mit etwa 3 Stunden Aufbau ein sehr anspruchsvolles Set, welches übrigens auch eine Altersfreigabe ab 6 hat. Alleine kann man das Set auch nur schwerlich anziehen, oder es lag daran, dass wir einfach keine Erfahrung damit hatten. Zur Technik dahinter sage ich gleich mehr, denn es gab ja noch mehr. Während Kevin und ich uns daran versucht haben, das Motorrad aufzubauen, haben die anderen sich die übrigen Toy-Con des Multisets angesehen. Das Set hat 5 verschiedene Toy-Con und jedes hat unterschiedliche Bauzeiten. Zu diesem Set gehören übrigens die RC-Auto, eine Angel, ein Klavier, das Motorrad und ein Haus. Mit dem Motorrad waren Kevin und ich übrigens gut 1,5 Stunden beschäftigt. Das war lang genug, dass die anderen sich auch anschauen konnten, was es bei den Toy-Con zu entdecken gab. So erhält man, nachdem man alle Toy-Con eines Sets zusammengebaut und damit gespielt hat, einen neuen Modus im Spiel. Den Entdeckermodus bzw. die Werkstatt. Dort wird dann gezeigt, wie die Toy-Con etwa funktionieren. Etwa im Rucksack des Robo-Sets sind 4 Gewichte versteckt, jeder an einem Arm bzw. Bein verbunden, während der rechte Joy-Con im Rucksack die Positionen misst. Anhand dessen kann die Switch erkennen, welches Körperteil bewegt wird und was der Roboter für Bewegungen ausführen soll. Der Joy-Con im Kopfvisier reagiert übrigens auf seine Position und Lage, etwa das nach links und rechts drehen oder ob das Visier oben oder unten ist. Das Motorrad... Ach Moment, wir bauen ja noch. Beim Klavier ist es ähnlich, wobei verschiedene Stecker im Gehäuse dann Töne auch verändern können. Das Haus selber reagiert ausschließlich auf Sachen, die eingesteckt und gedreht werden, während ihr im Haus einer kleinen Kreatur Essen warm macht oder in einer Lore ins Unheil, ich meine natürlich ins Abenteuer fahren lässt. Im Motor, wir haben es gleich.
Bei der Angel kommt der linke Joy-Con in die Kurbel der Angel, womit dann der Spieler fassen kann, wie er die Angel bedient. Na, geht doch. Also, im Motorrad werden beide Joy-Con und die Switch selbst in den Lenker verbaut und lassen einen wie ein echtes Motorrad Rennen fahren. Und lasst euch gesagt sein, das Konstrukt selber zu bauen und am Ende damit spielen zu können, fühlt sich großartig an. Ob die Langzeitmotivation gegeben ist, können wir an dieser Stelle noch nicht sagen, dafür war die Zeit zu kurz, aber es war noch nicht alles, was Labo zu bieten hatte. Denn in der Werkstatt gibt es noch die Möglichkeit zu programmieren. So lassen sich RC-Auto und Motorrad zum Beispiel verbinden und ein RC-Auto mit dem Motorrad Toy-Con bedienen, vorausgesetzt man verfügt über entsprechend viele Joy-Con. Oder ganz simpel und wie schon aus dem Trailer bekannt, ein Männchen, das beim Schuss aus der Joy-Con-Pistole umkippt. Puh, das war jetzt mal eine Menge Input. Aber wir als Team hatten unseren Spaß mit Nintendo Labo und werden es sobald es geht näher anschauen. Was haltet ihr von Nintendo Labo? Freut ihr euch darauf oder habt ihr Bedenken? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und wenn ihr Fragen habt, werden wir diese wie immer so gut es geht beantworten. Ich bin wie immer euer Neuzugang Alex und freue mich jetzt schon auf die nächste Nincon-Klassenfahrt. Und ich suche immer noch Tröpfli-Plüschfiguren. Schickt mir Links. Und weil es mein Handy besser mit Fotos kann, hier nochmal unsere Klassenfahrt in Episch. Kannst du schon Richtung dem Gebäude hier?